Ah, was? Kamehameha? Ja, im ersten Teil hat er tatsächlich Kamehameha geschrien. Into the Moon. Also, das fand ich total cool. Also, Dr. Watts ist tatsächlich mein Liebling von den beiden. Der ist richtig cool. Aber es gibt noch eine Hintergrundgeschichte. Also, das ist jetzt das Hauptsächliche, die hauptsächliche Geschichte. Aber mit dem Dr. Watts, da ist noch irgendwas im Hintergrund. Und ich hoffe, wenn jetzt angeblich soll dieses Jahr noch der neue Teil rauskommen. Und da wird vielleicht dann die Hintergrundgeschichte etwas mehr erläutert. Vorher hast du das immer nur so ein bisschen rausgehört und so ein bisschen gesehen, auch in den DLCs. Ja, bin mal gespannt. Aktivieren. Ich sollte mich auf den Weg machen, bevor ich das vergesse. Hier, nimm die Mütze, Pa. Da du immer diesen Kopfschmerzen bekommst, solltest du dich weniger dem Wind aussetzen. Das sage ich schon bestimmt die ganze Zeit. Er hört einfach nicht zu. Na gut, ich trage sie, wenn dann die Nörgelei von allen Seiten aufhört. Hey. Seit die Sache mit Pam in die Brüche gegangen ist, mit Pam in die Brüche gegangen ist schon eine Weile vergangen. Hör mal, neulich habe ich mich mit meinem alten Kollegen unterhalten. Er hat eine Tochter namens Jenny. Weißt du, sie ist Single und... Ach, Papa, danke, aber ich glaube, im Moment sollte ich mich wirklich auf meine Karriere konzentrieren. Also, wollt ihr jetzt weiter die Enten füttern oder was? Das müssen wir nicht tun. Wenn du uns öfter besuchen würdest, du treulose Tomate. Oh, dabei ist die Butze doch aus 100% Baumwolle. Ach, na gut, du kommst nochmal ungeschoren davon. Gute Fahrt, Schatz. Wir bleiben hier als Herrscher über die Entenschar. Tschüss, Mama, ich bin stolz auf dich. Nicht wegen der Enten, sondern weil du weißt schon, was ich meine. Bleib nicht zu lange draußen bei dieser Jahreszeit. Eine interessante Story. Ja, finde ich auch. Ich freue mich auch, wenn es weitergeht. Ja, also To the Moon habe ich tatsächlich nur privat gespielt. Den Teil spiele ich jetzt im Stream. Und den dritten Teil, da hätte ich richtig Bock, den zu Let's Playen. Okay, da höre ich wieder zu. Der Junge muss ein Enkelkind machen. Verdammt. Was stimmt denn nicht mit Jenny? Wahrscheinlich nichts, aber du kennst das ja. Als du jung warst, haben deine Eltern da nicht auch versucht dir jemanden aufzudrängen? Oh ja, das war peinlich und unangenehm. Ich habe da auch kein bisschen Chemie gespürt. Was machst du denn da? Ich schicke ihm Jennys Daten, dann können die zwei sich kennenlernen. Nicht! Er sitzt hinterm Steuer. Warte, bis er zu Hause ist. Du hast recht. Denk dran, auch ein paar Bilder mitzuschicken. Die guten, wo das Licht von der Seite kommt. Ich bin sprachlos. Notiz bedauern. Keine Enkelkinder. Aber ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich muss mal ganz kurz wohin. Papier trinken, weil ich so viel vorlesen muss. Ganz kurz wohin. Und sofort wieder da. Tore. Du wusstest schon die richtige Anzahl. Das ist voll
die richtige Anzahl an Ös in Torö sind 4. Die richtige Anzahl in Torö. Wen hast du das gedacht? Die richtige Anzahl an Torö. Ich bin aus Versehen auf Schießen gekommen und hab mich selber erschrocken, Alter. Boah, wie mich zusammengezuppelt, weil ich weggeguckt habe. Okay, je mehr, desto lustiger. Ja, Alter, okay. Hab ich einen Scherzinfarkt bekommen, Alter. Das ist so bescheuert. Je mehr, desto lustiger. Boah, Alter, hab ich zusammengezuckt. Halleluja. Warum stellt sie ja immer zuerst vor? Guck, da der Tarek etwas in grün, das bin ich. Ja, sehr gut, du hast dich getroffen, Emilios. Ja, dachte ich mir. Finde ich. Bin ich auch gesucht, das sind alles gute Fragen, die ich hier stelle. Bitte warte, bis jeder eine Auswahl getroffen hat. Schnell! Ja. Noch 8 Sekunden. Feuer, Stürko, Feuer! Oh, du bist eine Sau! Nein! Los, los, los! Jawohl, noch Zweiter geworden! Letzter! Ja! Ah, jetzt hab ich echt keinen Bock mehr. Feuer, Stürko, böse! Halbe Stunde noch, Stürko, halbe Stunde. Oh nee, so langsam wächst wirklich der Mittelfinger an. Aber auch schön, ne? Hallo Stürko, Feuer! Ey, aber alles und dann kommt der ganze Mob angepfiffen, ey, das ist doch zum... Ich hab dich doch nur mit einem getroffen. Aber das war auch der letzte Schuss, den ich gemacht habe, also. Oh, der letzte Schuss, der ging voll auf dich. Oh. Ach, Stürko, mein Lieber. Solange es nicht der goldene Schuss war, oder? Bleib ganz ruhig. Nee, um die Uhrzeit wäre ich aggressiv. Was ist das denn? Aber der Schweif passt nicht, du bist ein Kojote. Dann... So, bin schon wieder da. Wie cool habt ihr denn euer Pausescreen gemacht? Ja, ich hab den nochmal überarbeitet, weil ich fand, ich wollte ja eh alles überarbeiten noch einmal. Weil ich ja auch die Maskottchen jetzt nochmal ändern wollte. Bei mir auf dem Kanal habe ich schon mein Maskottchen geändert. Einfach wegen den Rechten, ne, dass man irgendwann einen nicht ans Bein kann. Und das war erstmal so ein Grund, den ich jetzt auch angehen wollte. Und das andere war einfach, wenn ich schon diesen coolen Random Clip Player dank dir habe, dann habe ich gesagt, also, dann wäre das auch cool, wenn die Leute das auch schön groß sehen können. Ja, und dann habe ich den im Stream, glaube ich, den gemacht. Aber das sieht mega cool aus, wie alle drei vor dem Fernseher sitzen. Ja, die Idee kam vom Emilius. Tatsächlich. Weil wir machen ja auch hin und wieder mal ein bisschen Brainstorm zusammen. Da habe ich ihm halt erzählt, was ich vorhatte, dass ich das halt überarbeiten wollte. Und dann hat er gesagt, das wäre ja vielleicht cool. Hab gesehen, aber ich dachte, das wäre für Just Chatting. Nee, für Just Chatting habe ich ein anderes gemacht für Emerius. Das habe ich aber nicht hier drin. Müsste ich jetzt noch einfliegen, schnell. Damit man das zeigen kann. Ihr seid halt einfach der Hammer. Wie gesagt, das habe ich jetzt. Das ist schon oben in Stream Elements, aber wie gesagt, das brauche ich ja nicht. Oder das brauchen wir hier oben ja nicht. Das ist ja nur für den Emerios. Weil wir ja keine Cam haben. Ist das nicht so interessant. Für uns hier oben. So. Danke. So, jetzt gehen wir erstmal Memento suchen. Oder Erinnerungslinks. Da ist die Mütze, mit der sind wir hergekommen. Ja,
Können wir mal gucken an der Straße? Habt ihr mal über VTuber nachgedacht? Ich habe da tatsächlich mal drüber nachgedacht. Weil ich kenne einen Streamer, der hat ein wunderschönes VTube-Modell gemacht. Das hat er in 2D gemacht, das hat er selber gemalt, das sieht total klasse aus. Kann ich dir mal zeigen, ich kann dir mal den Link schicken von ihm. Und danach habe ich tatsächlich überlegt, aber ich finde da nicht viel dazu. Man kann halt diese 3D-Modelle machen, aber wie gesagt, ich finde da nicht wirklich was zu. Und da musst du ja nicht nur zeichnen, du musst ja auch noch animieren und das irgendwie in ein Programm einfliegen. Ich habe da keine Ahnung von. Aber das fände ich richtig cool. Also da bin ich definitiv nicht abgeneigt. Aber wie es bei den anderen aussieht, weiß ich halt nicht. Also der Merios, der hat ja kein Problem. Hey, echt jetzt? Ein für jede Ente? Ich beschwere mich nicht. Ich wünschte, es wäre eine ganze Schar. Notizen erhalten. Also entspannt. Ja, der hat ja eine Cam, der Emmy. Ja. Na, war ja nur eine Idee. Ja, es ist ja auch cool. Wie gesagt, also ich finde da halt wirklich leider echt schlecht was drüber. Weil das meiste ist auf Englisch. Englische Videos und so. Und ich bin echt komplett raus aus Englisch. Ich tue mich da echt schwer. Meine Enkeltochter wird dieses Jahr 5. Ist das nicht unglaublich? Sie ist so schnell groß, dass ich überlege, Modural zu stricken. Was ist Modural? Die Zeit vergeht im Nu, was? Wenn ich mal was sehe, schicke ich es dir. Ja, das ist sehr lieb. Da freue ich mich. Allerdings habe ich erst gemerkt, wie alt ich werde, als ich meine andere Hüfte gebrochen habe. Hat er 2? Meine andere Hüfte? Man hat doch nur eine Hüfte. Oder hat er schon einmal ersetzt bekommen? Das könnte natürlich sein. Ein Ratschlag. Brich dir nicht die Hüfte. Okay. Also, wir merken uns nicht die Hüfte brechen. Ja, in der Hinsicht hatte ich bisher Glück. Im Ernst. Ich sollte jetzt nicht mal hier draußen sein. Warum bist du dann jetzt hier draußen? Glaub mir, es ist, als wäre ich da drin nur ein Sack voller lose Knochen. Die klappern und klimpern und klimpern und klappern. Wie kannst du überhaupt stehen? Glaub mir, darin siehst du aus wie ein Sack Bohnen. Geh nach Hause, Schatz. Also sehr schön, sehr sympathisch. So Komplimente liege ich auch. Freut man sich doch. Kann ich reingehen? Nee, ich kann nicht reingehen. Also fehlt noch eins. Aber da kann ich nicht. Ach, sie steht noch hier. Habe ich gar nicht gesehen. Ach, sie ist jetzt da. Was ist das? Ihre Visitenkarte. Ich habe noch eine ausgedruckt. Sigmund Korb. Warum hast du deine Meinung geändert? Ich bin immer noch der gleichen Meinung. Aber manchmal wache ich auf und sehe dich auf dem Balkon. Du schaust nach draußen und hast diesen Blick. Du sagst es nicht, aber ich weiß, da ist etwas, das dir noch immer Schmerzen bereitet. Sag mir, bist du zufrieden? Natürlich bin ich das. Ich habe dich und Asher.
Warum willst du dann ihre Dienste in Anspruch nehmen? Nur weil ich zufrieden bin, heißt das nicht, dass es nichts gibt, das ich bereue. Jedenfalls nichts, das mit euch beiden zu tun hätte. Ruf sie an. Aber wenn du das wirklich machst und das neue Leben lebst, dann halte zumindest an etwas von hier fest. So ist das nicht, Fia. Moment. Musste gerade die Fenster zumachen, denn der Schrotthändler ist gerade draußen. Der klingelt da. Ich werde dich nicht vergessen. Hey. Ich glaube, ich habe das Entenfutter vergessen. Oh, ich auch. Ach, die sind fett genug, die können einen Tag ohne. Na, das erklärt ihre Einstellung. Ich sagte doch, sie hat etwas gegen uns. Och, ich kann sie ja noch einen Vertrag mit Siegkorb machen. Über ein Leben, wo Colin nie einen Vertrag mit Siegkorb hatte. Der hat einen Geschäftssinn. Haha. So, jetzt müssen wir das Memento finden. Die Visitenkarte vielleicht? Nö. Ich glaube nicht. Doch. Ha. Sehr schön. Vorbereiten. Hat schon gereicht, okay. Aktivieren. Was zum... Was war das? Warum hat das so lange gedauert? Ich dachte, ich hätte dort eine seltsame Person gesehen. Hast du ihr das ins Gesicht gesagt, um ihre Gefühle zu verletzen? Mit seltsam meine ich, sie hat Colin von Wald aus beobachtet. Vom Wald aus beobachtet? Ja, und als ich sie angesehen habe, war es fast so, als ob sie... Ach, vergiss es. Das ist albern. Okay, Eva, jetzt mal im Ernst. Hast du zu viel das Leid gesehen? Gelesen? Nicht gesehen? Ich sagte doch schon, vergiss es. Die Person war eh nur weißes Rauschen. Also war es niemand Wichtiges. Tja. Das hörst du bestimmt gerne. Während du nichts angeschaut hast, habe ich diese Erinnerung erkundet. Moment mal, was? Ich war doch nur ein paar Sekunden hinter dir. Ha, netter Versuch, du Lamente. Jedenfalls, das ist hier los. In der Küche streiten sie sich über irgendwas, was wir nach der letzten Erinnerung vermuteten haben. Bäm.
Danach versöhnen sie sich und musizieren da drüben gemeinsam. Stichwort rührend und so weiter und so fort. Oh, und dann geht Colin zum Schmollen auf den Balkon. Ende. Spoiler, Mann! Sind bei unserer Arbeit ja nicht immer was Schlechtes. Ne, das stimmt. Aber bitteschön, ich habe dir sogar ein Memory Link mitgenommen, um etwas wieder gut zu machen. Na schön. Und wenn du unbedingt alles selber sehen willst, dann benutz halt nicht, was ich freigeschaltet habe. Ne, ich gucke selber, danke. Oh, okay, gut. Hier ganz schön schreien. Kann ich das? Nein, kann ich nicht angucken. Gehe ich halt raus? Oder darf ich das auch nicht? Doch, das darf ich. Hallo? Oh, das kommt mir bekannt vor. Ah, hier ist das Memento. Cool, aber ich habe noch nicht genug. In der Küche streiten sie. Was? Okay, also muss hier irgendwo noch sein. Wo könnte was sein? Oh, jetzt kann ich es aufheben. Eben konnte ich es nicht. Oder, nee, ihn kann ich. Mit ihm kann ich. Ich gehe nicht hin, Fia. Wie hübsch. Ich mag die Musik. So, da draußen war nichts und hier brauchte ich zwei zum Weitergehen. Oh, der Fernseher läuft. Wir alle haben Dinge, die wir bereuen. Sei es ein Fehler, wieder gut zu machen oder ein Traum aus der Vergangenheit zu erfüllen. Oder vielleicht jemanden, der einem wichtig war. Wenn sie alles noch einmal machen müssen, wer würden sie sein wollen? Wohin würden sie gehen? Bei Sigmund Korb erhalten sie eine zweite Chance, das Richtige zu tun. Denn mit unserer Hilfe ist es nie zu spät. Na, ich bin froh, dass sie seitdem bessere Slogans erfunden haben. Ja, ist ein bisschen makaber. Ganz ein bisschen. Schnell jetzt reingehen. Das verstehe ich nicht. Wie kannst du überhaupt darüber nachdenken? Warum würdest du das alles, was wir haben, wegwerfen für irgendwelche Hirngespinste? Ich werfe nichts weg. Ich meine, du hast auch irgendetwas, das bereust. Natürlich, aber ich respektiere das, was ich durchlebt habe. Was wir durchlebt haben. Sag mir, was möchtest du ändern? Es gab so viele kleine Dinge, die hätten besser sein können. Besser. Und wenn du Sigmund anrufst, worum würdest du sie bitten? Ich weiß nicht.
was ich darauf antworten kann, Fia. Dann hättest du zumindest versuchen können, dir eine gute Ausrede einfallen zu lassen. Findest du nicht? Denk daran, Colin ist unser Kunde. Alles andere ist unwichtig. Ich weiß. Aber ist trotzdem nicht schön. Und das, obwohl er eigentlich nicht wirklich was ändern möchte. Wo war der? Ah ja, der war draußen. Vorbereiten. Ja. Ja. Es ist... Gemein. Ah, okay, gut. Zufall. Aktivieren. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt nicht gewusst, welches ich das lösen soll. Guck mal, als kleiner Junge. Moment mal, wie um alles in der Welt. Nicht Zufall, Skill. Ach, nee, das war kein Skill. Die Kindheit. Haben wir gerade sein ganzes Leben übersprungen? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber wenn wir schon hier sind, versuch mal, das Signal aus seiner letzten Erinnerung zu übertragen. Roger. Nee, funktioniert nicht. Wir sind vielleicht bis an den Anfang gesprungen, aber die Mitte der Strecke ist noch nicht frei. Also, was jetzt? Stecken wir hier fest? Keine Ahnung. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch mal umsehen. Notiz Anomalie. Kann ich auch runter vom Dach? Es regnet. Abgeschlossen. Ne, wir springen einfach. Todesmutig. Hallo? Es war das Buch, das uns hierher an den Anfang katapultiert hat, oder? Wie zauberhaft und gleichzeitig nervig. Hey! Hä? Das Buch. Es wird nicht nass im Regen. Ich schätze mal, es ist mehr als nur ein Bug. Was für ein unheimliches Kind. Zahme Kind. Kann gar nichts dafür. Klar, sowas macht man einfach so, wenn man springt einfach auf das darunterliegende, auf den darunterliegenden Balkon. Ja, also, mach ich auch immer so. Also, wer kennt's nicht? Hallo.
Ein Plüschhund mit einer roten Nase. Ist das ein Spielzeug-Corgi? Nein, Eva. Es ist ein Rudog. Kein Rudolf, es ist ein Rudog. Ich spring sicher vom Dach in den Pool. Ja, immer, mit Anlauf. Ah, wir benötigen 5 Links. Mal gucken. Hier ist nichts mehr. Oh, hier sind sie. Hallo? Halt die Ohren steif, Sohnemann. Das Essen ist im Kühlschrank, wie immer. Pass auf die Wohnung auf, ja? Mach ich! Es tut mir leid, dass wir schon wieder los müssen, Colin. Aber wenigstens durften wir dich heute sehen, bevor wir gehen. Das verstehe ich. Ihr müsst hart arbeiten, um uns fürs Wasser zu halten. Ganz genau. Momentan ist es nicht leicht, aber wir schaffen das. Und eines Tages wird alles besser sein. Dafür sorgen wir. Auf Wiedersehen. Du sollst wieder mehr essen, du Lausebengel. Eine Weile lang sind die Brote ganz schnell verstunden und ich dachte schon, du hast einen Wachstumsschub. Pass auf dich auf, Sohnemann. Oh, das ist so süß und emotional. Tschüss, Dad! Ja, wie gesagt, ich mag die Story voll. Na, guck mal da, er sitzt mit dem Rudog auf der Couch. Und jetzt zurück zu Rudog, der rotnasigen Corgi. Hey, schau mal, du bist im Fernsehen. Sag was. An diese Sendung erinnere ich mich. Aber ganz anders. Notiz, Rudog. Was ist denn da ganz anders? Und jetzt zurück zu Rudog. Oh, hier ist er. Hier guckt er raus. Keiner da. Ja, auf dem Bett der Eltern rumhüpfen, das ist geil. Hallo. Komm schon, Rudolf, du darfst auch springen. Ein Glas voller Kleingeld. Ein Plüschhund mit einer roten Nase. Ja, Rudolf, halt dich nicht zurück. Los. Könnte noch ins Badezimmer. Ach, warte, nee. Nee, ich brauchte 5, ne? Um weiterzumachen. Wo könnte noch was sein? Ah, okay. Der fliegt besser als meine Flugzeuge. Papierflugzeuge. Ist er tot? Wenn er tot wäre, wie könnten wir dann Jahrzehnte später hier stehen? Vielleicht ist es ein Zwillingsbruder. Zu früh, Mann. Nun ja, ich schätze, es ist schon eine Weile her. Eine ganze Weile. Trotzdem ziemlich taktlos. Puh. Hallo, jetzt können wir mit dir reden. Was sind Papierflieger? Was zum? Ist das nicht schon am weitesten zurückliegende Erinnerung? Ja.
komisch. Moment mal. Mir ist gerade was klar geworden. Hä? Vor ein paar Erinnerungen im Gästehaus von Sigmund. Oh nein, das musste ja kommen. Und der Boss meinte, er setzt seine besten Leute auf den Fall an. Das ist schon eine Ewigkeit her, Neil. Aber damit meint er gar nicht uns, oder? Denn ursprünglich sollte Colin behandelt werden von Roxanne und Bob, verflixt nochmal. Ja, lass es einfach sein, Mann. So ein Trick nochmal. Mann. Okay, komm wieder runter. Nein, ich bin die pure Wut. Was? Ah! Kami, Hami, unterbrich mich nicht. Hadoken! Wow, du hast dich gesteigert. Jetzt können uns zwei Unternehmen gleichzeitig verklagen. Tut mir leid, Eva. Ich kann mich einfach nicht in dem Glauben lassen, ich sei ein Langweiler geworden. Man könnte auch sagen, dass du dir das selbst zuzuschreiben hast. Nein, Neil. Das kann man nun wirklich nicht sagen. So, aber ich würde sagen, der liebe Emerios hat jetzt genug auf die Kinder aufgepasst. Und vielen Dank, dass ihr alle da wart. Danke auch an dich, Sirko, fürs Schreiben und mit mir unterhalten. So, und ich würde sagen, am Dienstag um 16 Uhr wird wieder gemalt. Und vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Also vielen lieben Dank nochmal alle.